Guten Morgen. Nach längerer YouTube-Abstinenz mache ich mal wieder ein Video. Heute zeige ich euch einen Beispieltag aus der VT-Diät. Was das Ganze ist, erkläre ich euch gleich noch. Aber damit das funktioniert, müssen wir erstmal zu Rewe, weil dort bekommen wir die ganzen Lebensmittel her. Ansonsten erzähle ich euch heute noch was Neues bei FPS. Es gibt noch ein paar neue Sachen. Und dann seht ihr mal, wie das ganze Diät-Ding funktioniert und wie einfach das ist. Also geht's jetzt los zu Rewe und dann sehen wir uns gleich. So, wieder zurück von Rewe und ich möchte euch ganz kurz erklären, wie die VT-Diät überhaupt funktioniert, damit ihr versteht, was das Ganze ist. Ich habe keinen Bock, ihm hier weiteres Diät-E-Book zu schreiben, wo ja, ist 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht Eiweiß, ist genug Gemüse, ist genug Fett. Da hat niemand Lust zu und das weiß eigentlich jeder. Deswegen habe ich mich damit beschäftigt, was sind die nervigsten Punkte einer Diät und wie kann man das Ganze beheben. Also, für mich das Nervigste ist, ich muss mal überlegen, was ich esse. Ich muss Sachen abwiegen. Ich muss Kalorien zählen. Und ich muss entscheiden, wann ich die Kalorien verändere. Das alles sind für mich nervige Punkte. So. Bei der Faultier-Diät funktioniert das Ganze so. Die Faultier-Diät ist eingeteilt in 5 für Frauen bzw. 6 Level für Männer. Für Frauen sind es 2400 Kalorien, 2100, 1800, 1500, 1200. Für Männer 3000, 2700, 2400, 2100, 1800, 1500. So, immer 300 Kalorienschritte. So ist das Ganze aufgebaut. In welchem Level ihr anfangt, ist in der Beschreibung genau erklärt. Das hängt davon ab, habt ihr schon mal Diät gemacht, habt ihr etwa eine Idee davon, wie viel Kalorien ihr etwa braucht, um im Defizit zu sein. Aber das ist alles nicht so schwer. Bei der ganzen Sache ist noch ein Rechner dabei, das ist eine Excel-Tabelle. Falls ihr euch nicht sicher seid, in welchem Level ihr starten sollt, dieser sogenannte Faultier-Rechner hilft euch sehr schnell rauszufinden, auf welches Level ihr gehen solltet. In dem Faultier-Rechner müsst ihr einfach euer Körpergewicht eintragen, jeden Tag, und der spuckt euch automatisch aus, wann ihr in dem Level vorwärts, zurückwärts oder gleich bleiben solltet. Das heißt, ihr müsst euch gar keine Gedanken darüber machen, wie ihr eure Kalorien anpasst. Das funktioniert alles ganz automatisch, wenn ihr euer Körpergewicht eintragt. So, das heißt, ihr startet auf irgendein gewisses Level. Sagen wir mal bei Frau, ich mache heute einen Tag mit 1800 Kalorien als Beispieltag. Für das Level, 1800 Kalorien, bekommt ihr 5 Ernährungspläne, die unterschiedlich sind. Und dort ist genau angegeben, was ihr essen sollt, die genaue Mahlzeit und vor allem die genauen Lebensmittel, die es alle bei Rewe gibt. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Punkten. Von so einem Ernährungsplan für einen Tag gibt es alle Lebensmittel bei Rewe. Alle. Die Mahlzeiten sind so gestaltet, dass ihr nichts abwiegen müsst. So wie ihr diese Packungen kauft, so verwendet ihr die auch. Das werdet ihr nachher sehen, wie das genau funktioniert. Aber ihr müsst niemals irgendwas wiegen. Das heißt, ihr habt euren Ernährungsplan. Da habt ihr noch ein Bild mit dabei, falls ihr euch nicht sicher seid im Laden, was jetzt genau das Produkt ist. Es ist genau angegeben, aber ihr habt noch ein Bild dazu, damit ihr genau wisst, was ihr für den Tag kaufen sollt. So. Und wenn ihr das eingekauft habt, so wie ich es jetzt gemacht habe, dann müsst ihr nichts wiegen, nichts machen. Ihr könnt euch einfach diese Mahlzeit kochen, dabei ist das nicht starr. Ihr könnt 2 Mahlzeiten am Abend essen und nur eine morgens oder wie auch immer. Also das könnt ihr frei einteilen. Auf die Art, jeder dieser Pläne hat genug Protein. Für Frauen sind es 150 Gramm am Tag, für Männer 180 Gramm am Tag. Kalorienmäßig passt. So müsst ihr nichts zählen, nichts wiegen, wisst genau, was ihr kaufen sollt. Das heißt, eure einzige Aufgabe ist nur, ich schaue auf den Plan, ich brauche das und das und das. Ich gehe in die Rewe, kaufe es ein, koche es, esse es, fertig. Keine Wiege, keine Zähle, keine gar nichts. Das heißt, das Problem eliminiert. Das Problem, wann soll ich die Kalorien wechseln, ist eliminiert, weil es der Rechner automatisch für euch macht, wenn er euch jeden Tag wiegt und es eintragt. So, das heißt, die Diät wird ganz, ganz einfach. Einkaufe, aufs Bildschirm gucken, kochen, essen, fertig. So, und heute zeige ich euch einen Beispieltag mit 1800 Kalorien für Frauen, aber die ganze Diät gibt es auch für Männer.
für Vegetarier, für Frauen in der Schweiz, die keine Vegetarier sind, für Frauen in Österreich, die keine Vegetarier sind. Also ist eigentlich fast für jeden was dabei. Und dann zeige ich euch gleich, wie das Ganze funktioniert und zeige euch so einen Beispieltag. So, jetzt sind wir in meiner Küche, meiner Wohnung auf Zeit und das ist, was es heute gibt. Zum Frühstück gibt es Porridge mit einer Kiwi. Ihr könnt da, wenn ihr wollt und euch das nicht reicht, schon Proteinpudding dazu essen. Der ist zwar als Snack eingetragen, aber wie gesagt, ihr könnt die Sache rumschieben, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass das alles hier gegessen wird über den Tag. Hähnchenfilet mit Reis zum Mittag und Ananas. Hähnchenfilet mit Wokgemüse und Reis zu Abend. Und dann, wenn ihr wollt, noch vorm Schlafen gehen oder irgendwann zwischendrin, noch ein Proteinpudding und dann seid ihr auch schon fertig. Wie ihr seht, ihr bekommt das Zeug alles bei Rewe und ihr müsst hier nichts mehr wiegen. Das Fleisch passt perfekt mit 400 Gramm Gemüse eingerechnet, der Reis ist eingerechnet, passt alles so wie es ist. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Frühstück. Wasser kocht, also wir nehmen unser Porridge, füllen das ein, so, uiuiui. Kochen das Wasser drüber, 125 Milliliter, ich mache das nach Gefühl, so, umrühren, und jetzt lassen wir das Ganze 3 Minuten ziehen und dann geht's los. Jetzt sind wir hier fertig. Könnt ihr sehen, ich habe die Kiwi direkt mit reingeschnitten. So. Gut. Also, was gibt es sonst noch bei mir Neues? Ich habe 2 Coaches fest angestellt. Den Simon, der schon länger bei mir ist, und die Jana, die neu bei mir ist. Ich versuche hier irgendwie sowas einzublenden, wie man die auf Instagram findet oder so. Ich bin da noch nicht so geschickt. Und bei denen könnt ihr Coaching machen im Moment. Simon ist leider schon ausgebucht. Jana hat noch 1 oder 2 Plätze frei. Das Ganze kostet 150 Euro im Monat für Training und Ernährung. Und das läuft so, dass ihr Trainingspläne bekommt. Ernährungscoaching, wie das dann aussieht, hängt von euch ab. Also da ist alles möglich von reine Makrovorgabe bis semi-feste Ernährungspläne, also ihr bekommt irgendwie 2 Mahlzeiten und der Rest könnt ihr euch frei aussuchen oder komplette Ernährungspläne, das hängt alles von euch ab. Das Ganze wird über Google Drive gemacht, da bekommt ihr dann die Sheets und über WhatsApp, das heißt ihr könnt dann immer euch bei denen melden und Fragen stellen und sowas und ihr müsst nicht ewig warten auf irgendwelche E-Mails und sonst irgendwas. Die Leute sind super gut, ich bin richtig glücklich, dass ich die habe und die sind jetzt fest bei mir. Also, falls ihr noch jemand dafür sucht, für Powerlifting, Bodybuilding, außer Wettkampf-Bodybuilding, könnt ihr euch melden. So. Schmeckt gut. Ich trainiere heute relativ früh. Deswegen habe ich einen der Snacks, nämlich einen der Joghurt, nach vorne geschoben und werde den jetzt gleich noch dazu essen. Weil ich dann etwas mehr im Magen habe, bevor es zum Training geht. Ja, das war dann die erste Mahlzeit und bevor wir ins Training gehen, koche ich dann noch Mittagessen. Dann geht's los. Ja. Ach, 2 Sachen habe ich noch vergessen. Wenn ihr an sowas Süßstoff mögt, könnt ihr das gerne ranmachen. Süßstoff hat ja eigentlich keine Kalorien. Könnt ihr machen. Ich habe es natürlich jetzt nicht gemacht, weil ich brauche das nicht. Ich bin nicht so der Ultra-Süßstoff-Fan, gar kein Problem. Ein paar Kunden hatten schon gefragt, weil in den Plänen ist jetzt kein Kaffee mit Milch drin oder sowas und sie wollen jeden Morgen ihren Kaffee trinken. Das ist überhaupt kein Problem, solange ihr das jeden Tag macht. Also, wenn ihr jeden Tag die Kalorienmenge, um sagen wir mal, wie viel einen Kaffee haben mit irgendwie Milch, sagen wir mal, keine Ahnung, 70 Kalorien oder was auch immer, ich weiß nicht, wie viel Milch ihr nehmt, dann ist das ja kein Problem, weil ihr den Kalorienbetrag jeden Tag um dieselbe Menge erhöht. Das heißt, alles funktioniert noch mit dem Rechner. Alles funktioniert wie gehabt, solange ihr das jeden Tag macht. So, also Kaffee mit Milch, gar kein Problem, trinkt das einfach jeden Tag.
macht Süßstoff an euer Porridge, wie auch immer. Auch für die anderen Gerichte, Gewürze, alles was ihr wollt. Und dann klappt das Ganze. So, jetzt bin ich ja fertig mit dem Ding. Ich mag diese Joghurt. Nun gut. So, also. Ich war jetzt auch schon beim Training und habe mich auch noch rasiert, ein bisschen Bart gekürzt, wunderbar. Und jetzt fangen wir an mit Mittagessen. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen Wasser heiß gemacht. Ups, der Herd hier ist eine Scheiße von ungeahnter Qualität. Jetzt machen wir unseren Reis. Ein Beutel Reis sind 125 Gramm trocken. Den kochen wir jetzt 10 Minuten. Zack. Den teilen wir dann später auf, 1:1, aber muss nicht genau 1:1 sein. Ich habe Wasser verkippt, Wurzels. Muss nicht 1:1 sein, aber halt grob. Und dann fangen wir an mit unserem Fleisch. Einfach wie es drin steht, ein Esslöffel Olivenöl. So, damit ihr etwa immer auch die gleiche Menge habt, damit alles immer schön stimmt. Zack, fertig. Und nehmen wir unser Fleisch raus, 400 Gramm Hähnchenfilet und das teilen wir dann auch später auf. Das seht ihr dann alles. Ich koche den ganzen Kokolores jetzt hier mal und dann sehen wir das gleich, wie das fertig ist. So, jetzt sind wir hier fertig. Holen wir mal den Reis raus. Heiß, Dreck. Ihr könnt natürlich auch einen Reiskocher verwenden oder sowas, dann müsst ihr da aber wieder abwiegen. Deswegen Beutelreis für maximales Faulsein. Das war jetzt scheiße. Gott, bin ich dumm! Okay, also die Diät ist einfach, wenn ihr wisst, wie man Küche bedient. Wenn ihr aber so ungeschickt seid wie ich, dann ist das natürlich nicht so leicht. Drück mal den erstmal kurz ab. Upsa. Kurz abkühlen. Also. Könnt ihr sehen, Fleisch haben wir schön gemacht, Reis fertig, jawohl. Und jetzt teilen wir das Ganze einfach auf, also machen wir unseren Reis auf. Wenn ihr das 1:1 aufteilt, dann müsst ihr es nicht genau machen. So, ah, ein bisschen mehr noch, das war ein bisschen wenig, zack. So, noch ein bisschen. Jetzt Hunger. Rest gibt es heute Abend. So, und dann teilen wir noch das gute Fleisch auf. Jetzt schauen wir mal. Sorry, ich bin noch nicht so gut mit der ganzen Filmerei. Ich muss das erst noch lernen. Zack, zack, zack. Etwa die Hälfte. Na, komm mal, noch. Den Rest nehmen wir auf für heute Abend. Lassen es einfach so stehen. Oder packen sie in eine Tupper-Schüssel oder machen es, wie auch immer mehr lustig sind. Jetzt haben wir unser Fleisch und unser Reis. Ich mache schon mal ein bisschen Salz drauf. Zack, 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 zack. So. Dann das letzte für heute Mittag. Ups, wo ist es? Ananas. Also. Komisch.
bisschen Saft wollen wir nicht. So. Jetzt einfach Ananas dazu. So, ich wünschte, ich wäre jetzt auch so ein gescheiterter italienischer Koch auf Instagram, der alles immer so schön anrichtet und euch da einen erzählt. Kann ich leider nicht, dafür bin ich zu ungeschickt. Deswegen sieht das Essen jetzt so aus. Ah, guck mal hier, so ein Scheiß hier. Kann man den Leuten schwer verkaufen. Naja, also anrichten müsst ihr selber üben, das kann ich nicht. Aber so sieht dann das Mittagessen aus. Ich mache noch ein bisschen Cayennepfeffer drüber. So, naja, wunderbar. Und dann ist unser Mittagessen fertig. So, da bin ich wieder. Jetzt gibt's Abendessen. Pfanne habe ich schon heiß gemacht mit dem Hähnchen von vorhin. Jetzt machen wir das Gemüse zu. Ach schon, wie gesagt, das ist das Wunderbare an der Diät. Ich muss nichts abwiegen, nichts groß tun. Jetzt packen wir einfach das Gemüse dazu. So. Fertig ab. Jetzt kochen wir das schön und dann gibt es gleich Essen. So, jetzt ist der Bums hier fertig. Zack, das ist so eine ordentliche Portion. Jetzt ganz einfach der restliche Reis von heute Mittag. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr den dann noch aufwärmen oder noch in die Pfanne mit dazu. Ich brauche das nicht, die anderen Sachen sind ja so heiß. Wenn ich das umrühre, dann ist das eh alles warm. Zack. Jetzt halt mal. Ja. Na. Das ist doch schön. Jetzt geht's auf die Couch. Ah, so. Jetzt haben wir das Essen fertig. Das ist ja wie gesagt nochmal Hähnchen mit Reis, dem Asia-Gemüse. Und dann ist das fertig. Danach gibt es noch vom Schlafen den Joghurt. Ja, also jetzt habt ihr mal so einen Tag gesehen, wie das aussieht. Wie ihr sehen könnt, recht simpel. Ist aber trotzdem genug zu essen. Zum Beispiel jetzt wäre noch eine Möglichkeit, da ist ja jetzt noch Reis mit dabei. Die Portion heute Mittag war ein bisschen kleiner, weil halt anstatt so viel Gemüse war nur noch Ananas zusätzlich dabei. Wenn ihr sagt, oh, mittags ist mir das zu wenig, dann könnt ihr gerne auch mittags einfach den ganzen Reis essen und abends nur noch das Hähnchen mit Gemüse. Ihr seid da komplett frei in der Gestaltung. Aber jetzt habt ihr mal eine Idee bekommen, wie das Ganze ist. Also ihr habt ja jetzt gesehen, gut, ich habe es jetzt nicht live mitlaufen lassen, aber wie lange diese Kocherei dauert. Ein bisschen Fleisch gebraten, ein Beutel Reis gekocht, Gemüse zugeschmissen. Das Gehexewerk kann jeder. Und in der Diät gibt es halt auch nicht so abgefahrenes Zeug, irgendwie so Proteinwaffeln. Und da brauchst du ewig, machst du 20 Minuten rum in der Küche, versausch alles. Dann hast du hinterher so zwei schäbige Waffeln da auf dem Teller. Ja, schmeckt vielleicht ganz ordentlich, in 2 Minuten ist es weggefressen. Dann fragst du dich auch, warum habe ich die Scheiße überhaupt gemacht. Also. Ich bin super froh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das haben auch letztes Jahr schon viele Leute gemacht und hat auch gut schon funktioniert. Aber es war wirklich unfassbar schwer, das Ganze so zu erstellen. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, gerade für Mädels. Wenn ihr die Einschränkung habt, wenig Kalorien, runter bis auf 1200, dabei mindestens 150 Gramm Protein, einigermaßen abwechslungsreich,
genug Obst und Gemüse, genug Fett, nicht zu teuer. Und alles muss aus einer Packung kommen. Ich glaube, nicht zu teuer habe ich zweimal gesagt, ich weiß es nicht. Das könnt ihr gerne mal probieren. Dass nichts abgewogen werden muss, nichts gezählt werden muss. Die Idee kam mir irgendwann, dass ich das so machen will, weil ich das halt selber wollte. Ich mache immer nur Sachen, die ich selber gut finde oder selber haben möchte. Und habe gedacht, ja, das kriege ich schon hin. Dann saß ich da davor. War unfassbar schwer. Dagegen ist ein Trainingsprogramm oder sowas schreibe, ist ein Kinderkram. Wenn man so viele Einschränkungen hat, war wirklich schwer. Aber es hat alles funktioniert. Ja. So wie ihr es jetzt gesehen habt, wie gesagt, 1800 Kalorien, 160 Gramm Protein, heute nur 35 Gramm Eiweiß. Wenn jetzt jemand sagt, oh nee, das ist ja viel zu wenig Fett, habe ich gerade 35 Gramm Eiweiß gesagt, egal, sorry, ich bin schon furchtbar müde, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Gramm Fett, ja, ist wenig, ist auch zu wenig, dauerhaft, aber das ist dem geschuldet, dass es halt auch alles immer aus, so aus Packungen kommt, dass man nichts wiegen muss. Deswegen ist so ein Tag, wo noch Reis mit dabei ist und schon ein relativ niedriges Kalorienlevel, hat halt dann weniger Fett, dafür sind dann andere Tage, haben dann 70, 80 Gramm Fett. So gleicht sich das über die verschiedenen Tage eigentlich ganz gut aus. Und gab es jetzt noch keinen, der damit irgendwie gesundheitliche Probleme bekäme, sagt Quatsch. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze ausprobiert. Ich bin großer Fan. Also wenn ich selbst wieder Diät mache, das habt ihr jetzt nicht gesehen, ich habe vorhin noch Proteinpudding und Zinni-Minis gegessen, weil ich nicht nur 1800 Kalorien esse. Aber wenn ich selbst wieder Diät mache, dann werde ich es euch immer noch zeigen. Verwende ich die Diät genauso. Wie gesagt, ich mache nur Sachen, die ich mir wünsche für mich. Alles andere habe ich keinen Bock zu. Ja, und dann war es das mal. In Zeiten von Corona sind die Geschäfte schlecht. Das heißt, natürlich würde mich am meisten freuen, wenn er ein Programm von mir kauft. Aber es reicht auch schon, wenn ihr irgendeinen lustigen Kommentar dort reinschreibt oder den Kanal abonniert, damit ich bald die YouTube-Millionen abgreifen kann. Und dann gibt es nächste Zeit bestimmt häufiger was von mir zu sehen. Ich fühle mich hier noch super unwohl, mit dem in die Kamera spreche. Das sieht man, ich schaue immer in den kleinen Bildschirm, anstatt in die Linse. Deswegen schiebe ich immer so vorbei. Ich fühle mich mit dem Ganzen noch super unwohl, aber ich glaube, das ist ganz witzig. Wenn man sich mal daran gewöhnt hat, noch finde ich es immer noch unangenehm. Deswegen war nach regelmäßigen Videos und so, mir liegt das noch nicht. Aber ich würde es gerne lernen. Wäre schön, wenn er mich motiviert mit so einem Abonnement. Und mit motiviert meine ich unendliche Mengen Geld in meine krasse Spüle. Ja, dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Abend. Falls ihr die VLT-Diät schon ausprobiert habt, könnt ihr auch da unten reinschreiben, wie es für euch war. Vielleicht fandet ihr es ja auch richtig schrecklich, ich weiß ja nicht. Aber ansonsten, wenn ihr normales, ordentliches Essen wollt, mit genug Grünzeugen so und esse, wie eigentlich jemand vom Sport halt ist und nicht irgendein, keine Ahnung, essgestörte Instagram-Entrepreneur, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis nächstes Mal.